Willkommen zu dieser ersten Ausgabe des neuen Formates Die Dillspitzen. Impulse im Fluss. Pikant und würzig, zackig und kurz wollen wir Impulse geben aus dem Dillenburger Leben, verbunden mit geistlichen Gedanken. Schön, dass wir heute das erste Mal hier ganz oben am Stockhaus zu Gast sind und wir gehen gleich hinein und werden diese schöne adventliche Atmosphäre genießen können. Das Stockhaus steht als einzig erhaltenes Gebäude der alten Dillenburger Festungsanlage heute noch auf dem Schlossberg. Der Raum war über Jahrhunderte ein Gefängnis, in dem der sogenannte Stock stand, ein ausgehöhlter großer Holzklotz, in dem die Füße der Insassen eingeschlossen wurden. Einer davon war übrigens der Vater des weltberühmten Malers Peter Paul Rubens, der wegen groben Fehlverhaltens hier eine Strafe verbüßen musste. Die 85-jährige Ruth Weißenborn dichtet leidenschaftlich gern. Wir lauschen ihren besonderen Weihnachtsgedichten. Vor Weihnachtszeit, wie ist sie laut? Es ist ein Rennen nach Geschenken, kein stilles, sinniges Bedenken. Nur wer das meiste auf dem Gabentisch hat vorzuweisen, der wird sich glücklich preisen. O Weihnachtszeit, wann wirst du wieder leise werden, ganz leis und still, wie es der Ursprung will. Nicht alle Menschen haben volle Tische, gar viele leiden Not, tu ihrer auch Bedenken, schenk ihnen ein Stück Brot. Und viele sind allein gelassen, kannst du sie an der Hand erfassen und sagen, ich will an euch denken und auch ein bisschen Liebe schenken. So wird Weihnacht ein Fest der Freude für große und für kleine Leute. Schön, Frau Ruth Weißenborn. Ja. Dieses Gedicht von einer stillen, besinnlichen Weihnachtszeit. Ja, das waren meine Gedanken. Aber in diesem Jahr könnte man sich schon ein bisschen mehr Handel und Wandel wünschen, ja, würden wir uns eigentlich wünschen, dass der Weihnachtsmarkt hier oben am Stockhaus und auch auf dem Wilhelmsplatz wieder viele Leute an sich zieht. Aber leider ist es in diesem Jahr ganz anders. Und es ist wichtig, dass die Dillenburger Geschäfte dennoch auch in diesem Jahr Dinge verkaufen und dass wir auch Geschenke haben. Ich habe früher als Pfarrer auch immer gelästert über den Rummel vor Weihnachten. Aber seitdem ich so ein bisschen Verantwortung trage für unseren Weltladen in der Hauptstraße, weiß ich, wie wichtig es ist, vor Weihnachten zu verkaufen und Geschäfte zu machen. Und wie gut es auch tut, im fairen Handel an die zu denken, die auf der anderen Seite der Weltkugel darauf angewiesen sind, dass wir Geschenke machen und unser Geld ausgeben, auch hoffentlich in diesem Jahr auch in unserer Stadt. Das war auch ein Gedicht, was ich 1973 gemacht habe. Und da war, ach du liebe Zeit, das war eine ganz andere Zeit, ja. Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhält die Zeit. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Licht der Liebe, Lebenslicht. Ein Licht weiß den Weg, der zur Hoffnung führt, erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht.
ein jeder tragt des anderen Last, heißt, trage seine Art, die ihm das Menschsein für ihn eingespart. Nimm seine Fehler, seine guten Seiten, bring alles leis zum Klingen, selbst das Streiten. Ein grauer Alltag wird schon hell, wenn jeder sich bemüht, denn Licht ist auch, wo nur ein Fädchen glüht, und heller wird noch dieses Glühen, wenn auch der Liebe Blumen blühen, und wo Verzeihung wartet nicht vergebens, dort ist das Licht, und du lebst nicht umsonst Zeit deines Lebens. Als ich zum ersten Mal dieses Gedicht von Ihnen gehört habe, an Ihrem 85. Geburtstag haben Sie es, glaube ich, vorgetragen, liebe Frau Weißenborn, da wurde ich erinnert an ein Wort des Propheten Jesaja, der ja viele Adventsworte geschrieben hat. Da heißt es im 42. Kapitel, den glimmenden Docht wird Gott nicht auslöschen. Auch wenn es nur glimmt, auch wenn der Docht nicht in voller Flamme steht, Gott will diesen Docht nicht auslöschen, sondern zu neuem Feuer entfachen. So sei das mit unserer Liebe, mit unserer Mitmenschlichkeit, mit unserer Liebe auch zu Gott in dieser Adventszeit, dass aus einem glimmenden Docht wieder eine neue, helle Flamme wird, die uns erwärmt und auch anderen Menschen scheint. Das wünschen wir uns von Herzen. Zum Schluss ein Adventssegen für uns alle. Es gibt Nächte, in denen das Staunen kein Ende nimmt, weil sich ein Engel auf ganz besondere Weise in unsere Häuser und Herzen stiehlt und uns in das Licht getrösteter Hoffnung aufstehen lässt. Wir hoffen, dass wir bald unseren Schlossberg Touristen oder Dillenburgern wieder nahebringen können. Wir freuen uns auf die Samstagnachmittag mit Kaffee und Kuchen und Gästen aus nah und fern. Auf Veranstaltungen der Stadt, des Geschichtsvereins, des Museumsvereins und des Fähnleins zu Dillenburg. Wir alle gemeinsam möchten zur Belebung des Schlossbergs beitragen. Wenn alles wieder möglich ist, freuen wir uns auf viele Besucher und eventuell auch neue Mitstreiter.